Hoppala. So, da sind wir wieder, ne? Ich hab unabsichtlich nicht aufgenommen und. Ja, wir haben gerade unsere erste Kultistin gekillt. Ich bin da. Was haben wir da Schönes gekriegt? Ein Röckchen. So. Seltener. Dann narrische Klaus. Warte mal, was haben wir da jetzt? Dürften wir Dings Informationen bekommen haben, wieder? Ah, der Weiße ist ein Spion. Ist der Schatten. Okay. Aber da brauchen wir mehr Informationen anscheinend. Ah, da hinten. Da ist ein neuer. Enthüllen. Nach 20 Jahren auf See erkannte ich, dass der Kult meine Heimat ist. Also das schön Banner passt, ne? Okay. Ja, leider habe ich das müssen töten, ne? Das war keine andere Option, ne? Ich habe auf Niederschlagen gedrückt, ne? Ich wollte irgendwie betäuben für mein Team, ne? Aber nichts da, ne? Spielzeug, nö. So, wo ist denn der nächste? Da oben, ne? Die anderen sind irgendwo verstreut wahrscheinlich, ne? Aber hier. Na egal. Wir werden die schon finden. Warte mal, schauen wir nochmal in die Quest rein. Odyssey. Augen des Kosmos. Okay. Erwecke Erinnerungen, okay. Die dürfte dann etwas weiter weg sein, die Quest, warte mal. Die Richtung. Guck ich. Müsste das irgendwo hier sein. Okay, hier oben. Okay. So. Und los geht's. Fenster mal. Leuchtfeuer entzündet was? Hm? Was? Okay, das sind Beine. Wild King, Wild King. So. So, und los geht's, Cassandra. Ich glaube, wir müssen bergsteigen. So. Aua. Was habt ihr denn da aufgeführt, Alter? Setzen die für Schwuckertler, Alter. Nein. Entschuldigung. Okay. Für mich? Ein Message oder so? Nicht? Okay. Die Cassandra, ne? Einfach so vom Berg gehen, zack. Jetzt wieder angekillt. Ich kann niemals satt. So. Unten. Wir müssen jetzt nach oben, dass wir wieder nach unten können. Das ist ja super gemacht, ne?
Eieieiei. 30 Kilometer nach oben, ne? Klettern. Ein Stöckchen gefunden. Go, Cassandra, go, Cassandra. Cassandra, go, go, go. Stöckchen. Oh je. Cassandra, ich hoffe, du stirbst mir jetzt nicht, ne? Weil ich hab was vor mit dir. Ei. So, jetzt geht's rund. Warte. Oh, die Matrix, ne? Cassandra. Bitte lächeln. Nö. Wie? Ah, Cassandra, Cassandra. Das schaut übel aus, Cassandra. Wie sagst du mir, ne? Noch? Ist nix, okay. Und runter. Naja, immerhin. Klingt's jetzt so. Man sagt, man kann dieses Schlachtfeld nicht überqueren, ohne dass sich die Füße rot färben vom Blut. Da waren wir ja schon das letzte Mal, ne? Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Wen denn? Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht. Aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach. Aber hier fühlt man es in den Knochen. Herodotos. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Meinen Speer? E-Man. Warum? Ich muss etwas wissen. Energy. Das war die Schlacht gegen die Bärsam, glaube ich, ne? Aui. Die Scheiße. So, der Heartbreaker.
Bohre, bohre. Er hat jetzt einen Mörder noch umgebracht, ne? Das ist jetzt super, ne? Herodotos! Mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden. Wo waren Spartas Verbündete? Die Spartiaten waren nicht die einzigen, die sich Xerxes und seinen Horden entgegenstellten. Aus der ganzen griechischen Welt kamen Menschen, die bewaffnet und bereit zum Kampf an der Seite von Leonidas und seinen 300 standen. Aber als der König Angst in ihren Augen sah, schickte er sie nach Hause. Das klingt nicht nach Mut, sondern nach Wahnsinn. Die Pythia sagte vorher, dass Sparta entweder seine Freiheit oder seinen König an die Perser verlieren würde. Leonidas traf eine Entscheidung. Was geschah mit Leonidas nach der Schlacht? Xerxes war bekannt dafür, Krieger zu ehren, die heldenhaft gegen die Perser kämpften. Aber Leonidas hatte ihn so wütend gemacht, dass er ihm den Kopf abschnitt und aufspießte. Eine blutige Schlacht folgte. Seine sterblichen Überreste wurden von den Spartiaten geborgen und hier begraben. Jetzt ruht er jedenfalls dort, wo er hingehört. In Sparta. Was ist mit dem Verräter Ephialtes geschehen? Der König bezahlte ihn gut, aber auf Verrat folgt Verrat. Auf ihn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt und er starb, wie er lebte, als Feigling. Du wusstest, dass das passieren würde. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation, von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Kommen jetzt die Aliens, oder wie? Die Sumerer oder so? Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Wer waren sie? Sie waren keine Götter, aber lebten länger als andere Sterbliche und waren viel intelligenter. Ich habe Dinge gesehen, in Höhlen eingemeißelt, seltsame Symbole, die vermuten lassen, dass es eine alte Zivilisation gab, die Menschen erschuf und ihnen das Feuer gab. Aber Zeus gab Prometheus die Schuld. Ja. Vielleicht hat sein Adler die falsche Leber gefressen. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. Oh. Jetzt wird's interessant, ne? Willkommen an Bord der Adrastea, Herodotos. Willst du uns begleiten? Nur ein kleines Stück. Ich habe in Athen etwas zu erledigen. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht und sie brachten dir Herodotos. Genau wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne entziehen sich unserem Verständnis. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Lagern. Was können wir da? Karl Lagern fällten. So. Ich kann mein Rubin upgraden, oder mal. Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Wie LP? Warte mal. Ach mal. Warte mal. Was? Jetzt sind wir auf einmal da drüben? Okay. Er ist. Wahr. Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt und
über das Orakel die griechische Welt kontrolliert. Das Orakel kontrollieren? Unmöglich! Das würde Apollon nie zulassen! Jetzt suchen sie nach meiner Mutter. Ich muss sie finden, bevor sie es tun. Und ich glaube, sie werden jeden bekämpfen, der ihnen in die Quere kommt. Bei Hermes! Das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult! Wissen wir, wer sie anführt? Nope. Sag mal, Kollege. Ich möchte gerne in die Bucht rein da. So. Ich weiß es nicht sicher, aber es könnte mein Bruder sein. Dein Bruder? Bei Zeus, dein Leben ist kompliziert. Wem sagst du das? Aber keine Sorge. Der Kult des Bruders hat jetzt drei neue Feinde. Was ist da los, Alter? Ja, was Stress haben wir da? Was ist da? Lecker, Mia! Ich erinnere mich noch positiv. Deshalb mache ich ihn so. Poseidon, trage uns nach Athen! Zuerst müssen wir nach Athen. Erste Plünderparty. Wir werden mein Schiff etwas aufrüsten müssen, wenn wir damit in den Krieg ziehen wollen. Was meinst du? Tja, sie ist alt und vielleicht nicht mehr in der besten Verfassung. So. Ah. Scheiß auf die. Da, zack, Alter. Seid ihr nur Level 11, Alter, was wollt ihr denn von mir? Was hab's denn da einstecken? Oh yeah, Level 20. Sehr nice. Warte mal, schauen wir mal. Fähigkeiten. So. Na, das will ich. So, schön upgraden. Jawohl. Dann haben wir noch einen schönen lecker Bogen mit Level 20. Na. Was haben wir denn noch? Schönes im Petto. Nichts. Das können wir weghauen. Schiff. Vielleicht müssen wir das upgraden. Nicht verfügbar, die Aktion. Okay, so. Ja, wie im Kampf, ne? Okay. Beutelchen. Mhm. Haben wir sonst noch was? Quests. Okay. Das ist das neue. Okay. So, und zurück. Hui! Übrigens die Cassandra. Lass mal ran da. Kann man jetzt das Schiff upgraden? Ach ne, verdammt. Ich sehe Treibgut! Ja, treibt's gut, ne? Bogenschütze! Ja, so. Die wollen das anscheinend, ne? Ach du Scheiße, ist das einfach jetzt gerade. So, sind nochmal anders welche? Da vorne, ne? Was ist mit euch? Ach du Scheiße. Sandra! Ich tauche noch, warte mal. Loco Loco, so. Warte mal, da ist irgendwo ein Schatz, oder? Ja, da ist was, ne? So. Da. Zwei Schatzkisten. Gut, dass wir geschaut haben, ne? Oh,
Hoppala. Santa, du weißt, was zu tun ist und... Beste Cassandra. Sind wir da? Wer haben wir gefunden? Hä? Was? Okay. Wo ist denn die Kiste? Da rüber. Da runter. Eieiei. Und da weiter. Okay. Quest abgeschlossen. Hoppala. Haben wir meine Bärse gefunden. Okay. Ah, drücken. Okay. Jetzt wird's kritisch. Ach du Scheiße. Ist da unten noch was? Ist das ein Perser da? Ah, okay. Die Arktis. Hoppala. Ach nö. Komm, reiß dich zum Spiel. Hallo? Oh je. Naja, da hat das Spiel aufgehangen. Na gut. Bis zum nächsten Mal.